Moin und herzlich willkommen auf unserem Distribution-YouTube-Kanal. Wir machen hochwertige Rohstoffe online für dich verfügbar. Heute zeigen wir dir, wie du diese wunderschöne Glaskerze mit Farbabstufungen herstellen kannst, die nach Kirschblüten duften. Alles, was du für dieses DIY benötigst, findest du jetzt eingeblendet. Wir haben das neueste Wachs in unserem Sortiment verwendet, und zwar das Kerazoi 4130 von Kerax. Alternativ kannst du auch unser Sojawachs C3 oder ein weiteres unserer neuen Wachse, das Kerawachs 4170 von Kerax, verwenden, die du auch in unserem Shop findest. Wir haben auch eine kleine Überraschung. Mit dem Code KERAX10 erhältst du bis zum 21. April 10% Rabatt auf unsere Kerax-Wachse. Als erstes schmelzen wir eine kleine Menge des Kerazoi-Wachses bei ca. 75 Grad. Während es schmilzt, bereiten wir das Glas mit dem Docht vor. Wir setzen unser Docht mit Fuß in die Mitte des Glases mit Hilfe unserer Wachsklebeplättchen. Es ist wichtig, die Wachsklebeplättchen um den Rand des Metallfußes zu kleben und den Docht nicht zuzukleben, damit die Brennleistung des Dochts nicht beeinträchtigt wird. Sobald das Wachs flüssig ist, fügen wir unsere Wachsfarbe Pink hinzu. Wenn die Farbpastillen vollständig geschmolzen sind, erwärmen wir das Glas mit einem Heißluftföhn und gießen dann etwas von dem Wachs bei 50 Grad hinein. Dann das flüssige Wachs im Glas hin und her schwenken, sodass pinke Blütenblätter am Glasrand entstehen. Damit das funktioniert, gießen wir das Wachs etwas kälter als normal in das Glas. Wir wiederholen das, bis wir mit dem Aussehen der Blütenblätter zufrieden sind. Am Ende gießen wir etwas mehr rosa Wachs auf den Boden des Glases, um einen dunkleren Ombre-Look zu erzielen. Dann schmelzen wir neues Wachs und fügen unseren Rikura-Duft hinzu. Unser Rikura-Duft erinnert an Kirschblüten und passt perfekt zu dieser Jahreszeit. Nachdem wir den Duft hinzugefügt haben, warten wir, bis unser Wachs wieder bis 50 Grad abkühlt und gießen ein wenig in das Glas. Wir schwenken wieder, sodass sich eine schützende Wachsschicht über den rosa Blütenblätter bildet. Das ist wichtig, weil sonst das neue heiße Wachs die rosa Blütenblätter schmilzt, wenn sie damit in Berührung kommen. Diese Methode trägt dazu bei, die Sichtbarkeit des gewünschten Blütenblattlooks zu schützen. Wenn unsere Wachsschichten abgekühlt sind, gießen wir den Rest des Wachses hinein. Am Ende schmelzen wir die Oberfläche der Kerze mit einem Föhn, um eventuelle Unebenheiten zu bereinigen. Tada! Mit dieser wunderschön aussehenden und duftenden Kerze kannst du dein Zuhause im Frühling dekorieren oder deinen Liebsten eine Freude bereiten. Du kannst sie auch mit verschiedenen Farben und Duftstoffen ausprobieren. Vergiss nicht, uns auf Instagram zu markieren, damit wir deine Kreationen sehen können, und hinterlass uns gerne einen Kommentar oder schick uns eine DM, wenn du Fragen hast. Wir wünschen dir eine kreative Woche und bis zum nächsten Mal.